Abgereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Schuldi 50% Versuch. Wir sind bei 1 Volt, circa 1,1 Volt und 74 Milliampere und es leuchtet eine LED. Jetzt gehe ich mal mit noch einer LED ran. Sehen wir es in 2 an. Die eine wird aber ein bisschen dunkler. Dafür aber komplett stabil. Beide. Wir sind bei 70 mA ungefähr. Wenn ich weggehe. Bei 73. Jetzt blinken alle im Bett ein bisschen. Wir sind bei 52, schon bin ich weg. Ja, hier sieht man es eigentlich ganz gut. 52. Ran. Na gut, die eine wird aber trotzdem müde dunkler. Naja, sind es nicht ganz 50%. Und das ist eigentlich nur ein Joule-Div. So bei 52. Weg. 52. Also wir können eine LED zumindest jetzt in der Konstellation mit derselben Eingangs, mit demselben Verbrauch am Eingang betreiben. Das ist gar nicht die Schaltung, die ich eigentlich nehmen wollte. Und ich gehe nochmal ran. Also jetzt 0,43, 2 LEDs sind dann 0,43. So, Test Nummer 2 oder 3. Wir sind bei 18,3 Mikroampere und eine blaue LED leuchtet. Ihr seht das jetzt als Flackern. Bei mir flackert es nicht. Das Blinken sehe ich auch nicht. Wie gesagt, 18,3, wir sind hier an der Batterie. Und jetzt klemme ich mal die LED noch mit an. Naja, ich denke mal. Achso, warte mal, ich kann ja mal das Licht anmachen. So, die 18,3. So, mal die blaue LED und jetzt gehe ich mit der grünen noch mal dran. Wenn es klappt. So, ich denke, das ist deutlich zu sehen. Ne, jetzt bleibt doch dran, oder wartet mal, ich mach mal eine Klemme ran. Also nochmal jetzt. Nur die blaue. 18,3. Und jetzt klemme ich die grüne noch mit an. So, jetzt blau und grün. 18,4. Hält auch. Ne? Wenn die Lasten exakt gleich sind, dann bleibt es exakt gleich. Ne? Müsst ihr einfach selber mal ausprobieren. Action for free, sage ich mal, auf dem Plus vom Eingang. Das dürft ihr natürlich nicht machen, ne? Ist klar. Und dann von der Trigger wieder auf dem Plus vom Eingang mit der LED. Ne? Das dürft ihr aber auch nicht machen. Ich habe jetzt nochmal ein Joule-Div, das ist dann Joule-Div Nummer 4, nee, Nummer 4. Ja, bei ihm ging es nicht, weil ich das nicht umbauen wollte und so. Und ich habe jetzt nochmal extra eins gebaut. Und ja, ich dachte mir, jetzt klemmen wir es gleich zusammen nochmal an. Also Plus vom Labor Netzteil natürlich
an die Mittelanzapfung. Wir haben 1,15 Volt. Hier ist es Ampermeter. Da machen wir jetzt die Minus vom Labornetz heran, weil das einfach genauer misst, als das mein Labornetz sei. Und wir gehen ran. Wir haben 41 Milli, 0,4 Milliampere. Sorry, ist schon ein bisschen spät. Und ja, drei LEDs leuchten. Und wenn wir jetzt ähnlich wie in den vorhergehenden Videos nochmal drei LEDs anklemmen. Ich klemme die jetzt einfach mal an. Es leuchten alle. Und es zieht weniger. Also man muss dazu sagen, ich halte jetzt mal hier drüber. Und ich klemme jetzt, manchmal machen wir es mal so, da haben wir alles drauf. Ich klemme jetzt den mal ab und dann seht ihr, die werden in Mühe heller, aber es ist nicht viel. Na gut, ist schon ein bisschen. Ne? Aber hier ist mal schön, dass ich hatte ja gesagt, bei gleicher Licht, es kommt ungefähr hin. Hier ist es jetzt so, dass der Eingang extrem fällt. Ne? Jetzt sind wir bei die 39 oder 0,3. Und wenn ich eben hier anklemme, zack, 0,2. Ne? Ich könnte jetzt natürlich das wieder ein bisschen hochdrehen, dass insgesamt dann wieder die Helligkeit ist, die wir vorher hatten. Ne? Finde ich ganz interessant. Und liebe Grüße an der Stelle an Diana. Was ich dir schon geschrieben hatte, was jetzt hier noch wichtig ist. Naja gut, keine Ahnung, im Endeffekt alles, ihr wisst ja Bescheid. Ne? Ich mache euch eine schematische Zeichnung. Ja, beziehungsweise hier ist ja echt nicht viel. Ein kleiner Kondi, der BC547. Ja, ein paar LEDs. Naja, im Grunde genommen geht das wahrscheinlich mit jedem. Ich weiß nicht, es geht nur bei mir. Ich weiß es noch nicht. So, und zwar, irgendwas gibt es hier noch zu beachten. Wenn ich jetzt hier abklemme, habe ich ja drei LEDs zwischen, wie sind das jetzt? Genau, ich nehme zwischen der Wicklung ab, zwischen Power und Trigger. Einmal so rum die LED und die andere dann, also antiparallel. So, und bei der Geschichte ist wichtig, ne, wir haben jetzt diese 40, ich weiß gar nicht, was jetzt passiert, wenn ich jetzt nur eine ranmache. Dann gehen nämlich die anderen alle aus und ich bin trotzdem noch bei 40. Ne? Also die Last muss gleich sein, beziehungsweise ich gehe jetzt mal hier hin. Ne, da ist Oblus, da leuchten Oblus 2. Zieht jetzt auch ein bisschen weniger. Ne? Aber wenn ich jetzt eine 3 mache, zieht es dann eben noch weniger und es leuchten dann aber alle 6. Ne? Also wichtig ist, die gleiche Last. Also gilt natürlich nur, ich habe die Wicklung ist ja halt Action for Free, ne? Und so gut wie es ging, gleiche Drahtlänge genommen. War in dem Fall hier stets 6 cm. Ungefähr, ne? Aber wichtig, alle Beete ungefähr gleich und dann eben die Last am Ausgang auch gleich, ne? Gut. In diesem Sinne. Tschüss. Da haue ich das alles gleich in ein Video. Und zwar Variante 4. Wir sehen hier drei LEDs, auch schön hell, zieht 40 mA bei einem Volt circa 0,94. Ja, hier kann man dasselbe zeigen wie bei den anderen Joule Thieves, dass wenn ihr von Kollektor gegen Minus Eingang eure LED habt, wie das in den meisten, ja, meistens Schuldiefplänen drin ist, dann könnt ihr gegebenenfalls einen kleinen Trick anwenden. Und zwar nehmt ihr, also das ist ein normales Schuldief mit 20k Potti hier, einen kleinen Vorwiderstand. Hier seht ihr die Wicklung, 2x6 cm mit 0,4er Draht, Schuldief normal, Bifi-Lage wickelt. Und wie gesagt, die LEDs, die drei in Reihe, von Kollektor, also mit einem Plus der LED an Kollektor und Minus an Minus. So, also ihr könnt dann, wenn ihr von die LEDs von Kollektor auf Minus habt,
dieselben LEDs nochmal nehmen, müssen aber dieselben sein. Also es geht so, ihr habt es in den vorherigen Teilen gesehen, mit ein bisschen Abweichung hoch. Aber wenn es dieselben sind, dann ist es am einfachsten. Dazu gehe ich wieder an Kollektor. Huch. Gehe wieder ans Plus der LED. Und mit dem Minus an Plus Eingang. Oh, verkehrt rum. Ne, und ihr seht ja auch die Stromaufnahme im Hintergrund. Ich kann nochmal abklemmen. Also. Jetzt war es gerade ein bisschen mehr. Das ist, wenn ich hier mit dem Finger rankomme. Wenn ich wegmache. 49,9. Also es nimmt sich nicht viel, ne? Ich kann auch eine andere Einstellung zeigen. Moment. So, ich bin jetzt mit der Spannung mal ein bisschen runter. Hände sind alle weg. 31,6. Und jetzt klemmen wir nochmal an. 31,2. Sie sind jetzt so ein bisschen heller. Ich war mit der Eingangsspannung war schon ein bisschen viel. Also die sind jetzt auch gut hell. Ne? Wir sind jetzt bei 0,66 Volt. Und ja, wie ihr seht, ich kann es nochmal, ich mache es nochmal weg. 31,15 weg. 31,4. Ne? Ja, weißt du, schönes. Nochmal ohne Licht. Beziehungsweise halt mit drei LEDs. Also das, dieses Leuchten hier von den LEDs, das wurde nicht nur verschenkt, sondern wenn ich abziehe, verbrauchst du sogar mehr. Hashtag 30 Jahre abschreiben. So, da das eine so ein bisschen komisch ist, Nummer 1, ich wollte unbedingt 4, ich habe es noch geschafft, entweder ist jetzt 4 oder 5, ich weiß es nicht. Ist es ein bisschen Chaos, ist dasselbe Aufbau von Nummer 3 oder 4, das seht ihr ja im Video und wir sind jetzt bei 32,9 mA und wir gehen von Kollektor auf Minus. Und jetzt gehe ich von Trigger auf Plus. 32,9 so ran. Ab. Ran. Ab. Die wäre ein bisschen dunkler, weil ich jetzt hier nur 2 habe. Ich probiere es mal, ob es jetzt geht. 3 ging gerade nicht. Nee, die leuchten fast überhaupt nicht. Also hier ist das mit dem Gleichgewicht irgendwie anders. Da muss man es tatsächlich ein bisschen ungleich machen, dass es geht. Ich gehe einfach hier drauf. Ach, okay. Hä? Ja, wieso geht das jetzt hier nicht? Da. So. 32,4 jetzt. Achso, weil ich mit dem Finger wieder, wenn ich hier mit dem Finger rankomme, ist 32,4. Okay, dann ist das jetzt Ausgangspunkt. Ran. 32. Ne, geht also hoch. Nice. Action for free.